Hallo liebe Freunde zu einer weiteren Ausgabe von Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, in der letzten Folge hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Und zwar hatte ich einen Freeze gehabt. So, zack, wieder normal sprechen. Freeze gehabt, so von fast 20 Sekunden. Ich habe, wie ich auch erwähnt hatte in der Folge, ein neues OBS drauf. Und ich hoffe, dass wir hier weiter besser durchkommen, also ohne irgendwelche Störungen. Ich habe ein bisschen was noch geändert und es war für mich natürlich sehr ärgerlich. Ne? Also das könnt ihr wahrscheinlich verstehen, das ist zu weit entfernt. Wir müssen runtergehen, immer noch weiter runter in den Aua, in den Canyon. Und ich kann euch sagen, das da gefällt mir gar nicht. Aber da liegen Leichen rum, an denen die Crawler da rumknabbern. Das heißt, die sind erstmal beschäftigt. So. So wie auch diese Mäuschen hier. Rädchen, meine ich. Okay. Gut. Die bleibt erstmal stehen und ich habe eine Neuerung eingebaut. Und zwar hier mal den Quick Loot eingebunden. Gucken. Ja, müsste es eigentlich sein. Gut, da geht man einfach rüber. Ich habe eine Taste definiert, wo ich den Quick Loot dann aktivieren kann. Und ich habe ihn ein bisschen ausprobiert, so während des Spiels. Und also in Testphasen läuft ganz gut. Okay, wenn die Crawler hier mal an der Stelle mal beschäftigt bleiben mit Menschknabbern. Oh, stell dir mal vor, da knabbert was. Wenn du tot bist, dann knabbert sowieso was. Egal wie du dann halt eben beigestattet wirst. Okay, dann speichere ich mal. Aber hurra, ich lebe noch. Wir leben noch. Also alle, die zuschauen hier. Und was mache ich jetzt? Hier gibt es natürlich immer einen Pulk von irgendwelchen Crawlern. Fange ich jetzt an, mit den Dings zu schießen, mit dem Pfeil zu schießen? Ich schätze mal, dass da wohl so einiges los sein wird, wenn ich jetzt anfange, mit dem Pfeil zu schießen. Nehmen wir mal den Feuerpfeil. Entweder kommen die alle zusammen. Boah, das mag ich überhaupt nicht. Okay, ich will mal hier auf den Stein. Das ist ja so ein niedriger Stein. Ah ja, okay. Mal gucken, ob wir da irgendwie was hinkriegen. Oh, das sind sogar starke Sandkrawler. Ach du liebes bisschen. Okay, ausprobieren. Okay. Einer kommt. Die anderen bleiben beschäftigt. Okay. Du sollst natürlich auf den hier schießen. Mist. Mann. Nee, ne? Manometer, das gibt's doch gar nicht. Obwohl hier bei einzelnen das nicht zu machen zu plündern wäre natürlich doof. Ich gehe mal was essen. Ja, auch Hintergrundprogramme sind bei mir auch deaktiviert, sodass da wirklich die Prozessorauslastung wirklich nur hier auf die beiden Spiele und auf natürlich die Windows-bedingten Geschichten konzentriert sind. Okay. Läuft. Und hoffen wir mal, dass wir hier durch diese Folge ein bisschen besser durchkommen. Aber hier bei einzelnen. Da ist nicht zu holen. Hallo? Den nächsten will ich haben, genau. Würde sich das ja nicht lohnen, einen Quick Loot zu nehmen. Der Quick Loot ist natürlich eine wunderbare Sache, wenn zum Beispiel man an. Ich will den anderen haben, oder? Gut. Das ist der. Wenn man jetzt vor so einem Regal steht mit ganz vielen Loot-Material. So, an was haben die denn da geknappt? An einem toten Sklaven. Mhm. Ah, je. Der arme, tote Skalawe. Es kommen immer mehr. Es kommen immer mehr. Na? Wolltest du mich anfauchen? Orange? Wieso waren die jetzt orange? Starker Sandcrawler. Oh, da oben hin kommt man auch noch. Hätte ich ja auch so machen können. Naja, das sind hier ganz wilde Viecher, also ganz viele. Speichern wir mal. Dann werde ich mal einfach mal hier so in die Menge schießen. Mich ein bisschen hier
Ja, okay. Durch einen Stein durch. Das. Hier, guck mal. Minecrawler-Zangen. Die Zangen können aufgebrochen, geschlürft werden. Magische Kraft verliert mit der Zeit seine Wirkung. Okay. Das wissen wir ja auch. Ich überspringe das jetzt mal hier, die Massen da mal zu eliminieren. Dann schalte ich mich wieder ein. So, dann gucken wir uns das mal an. Und zwar habe ich noch eine kleine Änderung gemacht. Eine kleine technische Änderung. Was die... Was das Statistikfenster bei OBS angeht. Mann. Und zwar habe ich eben gemerkt, ich hatte fürchterliche Dropouts gehabt. Eine kleine Änderung gemacht. Jetzt ist alles im wunderbaren Bereich, laut Statistikfenster. Und jetzt sehen wir, hier liegt ein Ork-Krieger. Oh, nur eine alte Münze. Hm. Ja, dann würde ich mal hoffen, dass wir hier jetzt mal gut über die Runden kommen. Ich hier mit konstanten, mit konstanten 60 FPS. Das ist gut. Hatte ich nämlich vorhin nicht. Das wanderte immer. War immer so ein bisschen so 59, 58. Und jetzt werde ich mal die paar hier nochmal ein bisschen... Ja, genau, richtig. Mal alternativ... Also alternativ killen. Okay. Wunderbar. Hä? Okay. Okidoki. Da hinten ist noch einer. Die einzelnen sind ja nicht so schwierig. Die kannst du ja schon in der Drohgebärde killen. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Hier geht's nirgendwo hin, wa? Ach so, hier... ach so. Okay. Hätte ich das gewusst. Naja, auch nicht schlimm. Ach ja, ach, das sieht doch gut aus. Ich hoffe, dass im Schnitt dann wirklich kein Frame ist, also kein Freeze mehr ist. Es ist mir zweimal passiert oder dreimal passiert. Kommst du noch? Nee, ich will wissen, wo es hier lang geht. Das hat mich natürlich auch genervt. Weil das ist natürlich qualitativ nicht so toll. Okay. Ah, da kommt gleich der nächste. Okay. Na. Was? Wo kam der denn jetzt wieder her? Okay, fangen wir wieder mit dem hier an. Hoffen, dass er mal kein Unsichtbarer ist. Nur zweimal gewarnt. Dieser Sack hat nur zweimal gewarnt. Oh, was ist das denn da hinten? Da war ich so abgelenkt von diesem orangen Ding da hinten an der Wand. Sprengstofffall geht das besser. Würde ich mal sagen. Ja. Kommt zwar auch noch gefährlich nah, aber... Da hinten ist noch einer. Ums Eck. Na. Ich rede heute nicht so viel, ich weiß auch nicht warum. Okay. Okay. War schon wieder sofort. Okay, ich speichere mal. Da kommt der nächste um die Ecke. Okay, Doki. Zappeln noch rum. Gucken wir mal, wie sieht's hier aus? Das rote Ding da hinten.
Das sieht aus wie so ein super, so eine Königin. So eine Minecrawler-Königin vielleicht eventuell. Sandcrawler-Königin, da ist es doch. Richtig. Das erinnert an alte Zeiten. Sandcrawler-Königin. Die wird garantiert nicht sich bewegen. Ja, haha. Mal gucken. Wie die sich verteidigt. Das sind ja tolle... Da sind aber tolle Sounds hier. So, okay. Wenn ich jetzt draufballere... Oh ja, doch. So viele Pfeile will ich nicht verballern. Gucken wir mal, ob wir... was Besseres haben. Wie zum Beispiel einen großen Feuerball. Moment, was haben wir hier? Die haben wir nur kleine Feuerbälle. Aber wir wollen was Effektiveres haben. Hier zum Beispiel kleiner Feuersturm. Ja, machen wir das mal. Nee, das ist doof. Das ist nicht das Richtige, was ich wollte. Ich wollte nämlich das Ding, was ich ansammelt. Ihr wisst, was ich meine. Genau, ich glaube, das war das. Okay. Werde ich noch mal ein bisschen Mana trinken. So großer Feuersturm. Genau. Husch. Sammel dich mal. Das geht nur dreimal. Na also, da läuft's doch. So, mal gucken, ob ich den Rest mit meinem Säbel machen kann. Jo, könnte klappen. Uah. Die ist jetzt hin. Und ich bin nicht verletzt. So. Jo. Ich dachte, sie hätte was Wertvolleres. Guck mal, Crawler-Eier. Ja, diese Szene erinnert mich irgendwie an ein Spiel. Da gab es auch so einen Endboss. Aber das war nicht Gothic. Das müsste irgendwie ein anderes gewesen sein. Da war nämlich auch so etwas. Und da konnte man draufschießen oder draufballern. Die hatte keine Verletzung davon getragen, sondern... Da ist nicht zu holen. Man musste sie mit den Eiern beschießen. Also werfen oder irgendwie sowas in der Art. Ich komme aber auch nicht auf den Namen. Das ist auch schon 10 Jahre her, dieses Spielchen. Okay, dann haben wir hier den Seitengang auch schon mal gereinigt. Und jetzt werden wir mal... weitergehen und speichern. Auf, wie geht's weiter? Diesen paar Peoples hier. Nein. Okay. Sehr schön. So, die sind mir noch ein bisschen zu eng. Lass ich sie. Oder? Nee, der läuft immer wieder da links rüber. Seht ihr, 3 Pfeile und das war's schon. Das ist cool. So läuft's dann perfekt. Dann kommt der nächste schon an. Und der natzt mich. In Kette. Nicht zu fassen. Da ist nicht zu holen. So, jetzt erstmal gucken, ob ich wirklich hier alles abgelootet habe. Müsste aber sein. Ja, sonst wäre hier irgendwas passiert. Ne, ich glaube, hier gibt es nichts mehr. So, dann haben wir da hinten so einen kleinen Tümpel-Tempel-Tampel. Ach so, ist das. Auf einmal sind die Peoples da. Die standen noch vorher nicht da. Da passiert schon was. Was macht er denn da? Also da hinten ist ein Dämon. Okay. Mumien. Was macht der denn da, der Schwarzmagier? Der Skelettmagier, meine ich da. Will aber hier auf den anderen, ja, auf die Mumie. Ach so. Das ist jetzt doof. Wieso bekämpfen die sich jetzt gegenseitig? Nicht schön. Oh, das sind aber widerspenstige Peoples hier. Oh, hier gibt's einen Fehler. Ah,
Animationsfehlerchen. Aber die Mumie ist immer langsamer. Dann können wir uns also mit dem Skelett so ein bisschen beschäftigen. Wunderbar. Und dann die Mumie ein bisschen aus dem Verband hacken. Okay, ein bisschen sinniger kämpfen. Na komm. Okay. Das ist auch noch so eine Giftmumie. Auch noch. Die hat nichts, ne? Na doch. Ah ja, eine Giftdrüse. Logisch. So, wo sind die jetzt? So weit weg oder was? Okay, da sind sie. Hier, das ist der vom Skelettmagier angegriffene. Oder Skelett. Was war das? Ah, ne. Skelettkämpfer, ja, wunderbar. Okay, der ist hin. Dann haben wir hier auch einen Skelettkämpfer. Das heißt also, die können wir ruhig wegsprengen. Okay. Dann haben wir dort da hinten Schützen. Das heißt also nicht so pralle. Ach, das ist schon mal so ein Schütze, okay. Mist. Mist. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Was hat denn der für eine Reichweite? Achso, der bleibt da einfach erstmal stumpf stehen. Mhm. Ja, dann probieren wir in dem mal eben. Ich habe jetzt ein Dings gezogen. Das sind alle Schützen dort. So. Okay. Mann! Ah, da sind auch die anderen, die da schießen. Und die schießen gar nicht mal so unschlecht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schwierig. Ja, das ist schwierig. Jetzt geht es natürlich darauf an. Kommt es natürlich darauf an, ob ich die beiden. Ich da mal eben. Da sind ja noch mehr. Okay. Wo ist denn jetzt der Skelettmagier hin? Da geht's noch weiter runter. Mann. Achso. Aus DJ 2 Hände hast du auch so viel. Gucken wir mal. Ja. Okay. Das ist natürlich der Vorteil von Quick Looty. Okay. Okay, der hatte nur einen Knochen gehabt. Und der hatte alte Bogenzahlen. Ja, das ist cool. Braucht man gar keine Bögen mehr herstellen. Also da hinten sind Fighter, so wie ich das hier sehe, ne? Genau, richtig. Okay. Dann werden wir mal speichern. Was mir hier auch positiv aufgefallen ist, ich musste kein einziges Mal hier die Musik nochmal neu starten. So, dann gucken wir mal, ob die hier auf mich aufmerksam werden. Na, zumindest einer oder zwei. Ach, da sind auch noch Schützen dabei. So, fertig. Oh, die können aber ganz schön austeilen. Nicht gut. Nehmen wir mal hier mal ein bisschen hier ein paar Getränke zu uns. Ihr seht, meine Getränke gehen auch wieder zur Neige. Gucken wir mal, was hier ist. Okay. Breakdancing oder machst du Zumba oder was? Shit. Mist, das wird nix. Das wird nix. Warum wird das nichts? Ah, shit, wenn ich weiter weggehe, dann schießen sie mich ab. Keine Chance. Aufgrund der Tatsache, weil die mir doch so auf die Ketten gehen, werde ich mal den Feuerregen auslösen. Das kann dem nichts ausmachen. Oh.
Mann! Oh, auf der Brücke gelandet, Leute. Das war Glück. Bist du denn des Todes? Was macht er denn mit mir? Ich fand auch sonst immer so easy. Der schlägt ja schon hier aus 10 Meter Entfernung zu. Alter. Jetzt, komm. Von hinten. Ach, das war aber jetzt eine harte Tortur hier, meine Herren. Ich glaub's ja nicht. Aber wo ist der Skelettmagier abgeblieben? Nicht zu holen. Der ist nämlich wieder weg. Da ist nicht zu holen. Der war nämlich mal da. Wow. Okay, ich werde erstmal speichern und mich wieder ein bisschen frisch machen. Untote über Untote. Skelette über Skelette. Die jetzt alle wieder weg, oder was? So, erstmal gucken, was wir hier zu... Alter, glaubst du es denn? Geht aber tief runter. So. Was erwartet uns hier? Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja tief. Ist ja fast bis zum Erdkern. Ich höre schon was. So, gucken wir uns erstmal. Aha. Okay. Nochmal schräg, damit wir hier nicht... Das... Ich wollte schräg gehen. Ach, da ist der Skelettmagier. Okay. Oh. Okay, versuchen wir erstmal den Skelettmagier hier zu... Okay, den haben wir. Dann die Mumie. Okay. Ist eine Giftmumie auch, ha? Lustig, apropos Gift. Ah, gucken. Bisschen mehr Abstand kriegen, damit ich nicht wieder so viel Gift ins Gesicht gespritzt bekomme. Ah, jetzt habe ich natürlich keine richtigen Pfeile gespannt, nur so normale Teile. Aber es reicht. So, also Giftdrüse, Skelettmagier. Schlüssel der Tür im Canyon von Tadmor. Ach, Canyon von Tadmor. Okay, dann wird das hier die Tür sein, wozu dieser Schlüssel bestimmt passen würde. Und ich höre schon wieder was. Und gleich kommt eine Mumie auf uns zu. Na, klasse. Okidoki. Ah. Ich kann auch nicht so absehen, wie die zuschlagen. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Shit. So. Kann ich nämlich so weit aufschlitzen hier oder den Verband wegschlitzen bis... okay, 1, 2, 3, genau, richtig. Zip. So, und... Flutsch. Oh, sehr gut. Zip. Nicht zu plündern. Okay, das war eine normale Mumie. Ja, jetzt kommt noch eine an. Haha, lustig, Leute, lustig. Mann, oh Mann. Die kommt da einfach die Treppe hoch, so wie das war. Oder die Leiter. Ich weiß es nicht. Okay, und wieder weg. Und wieder mal zum Bogen hin. Und flutsch. Ich sollte an der Stelle mal ein bisschen Energie ziehen. Oh ho. Gucken wir mal, was verbirgt sich noch mehr. Oh, wir müssen über den Balken schweben. Okay, das machen wir mal ganz vorsichtig. Boah. Leute, klasse gemacht. Ehrlich gesagt, super klasse gemacht.
Okay, hier haben wir noch Mumien. Nein, so nicht. Das ist eine normale Mumie, oder? Also die kann ich ruhig hier händisch... Nein, ist wieder eine Giftmumie. Schade, dass das nicht so steht. Schade, dass das so nicht da steht, dass es eine Giftmumie ist. Okay. Wunderbar. Da ist nicht zu holen. Noch hier den Giftstachel entnommen. Alter, was ist hier los? Ha! Hier haben wir was. Goldener Kelch. Okay, das werde ich mal alles einzeln erstmal angucken. Mittlerer Lederbeutel. Gold, Gold, Gold. Gold, Schatulle. Okay, das ist doch klasse. Okay. Wunderbar. Weg ist es. Und da kann man es noch ein bisschen lesen, was wir alles haben. Das ist doch eine schöne... Da unten brennt was. Ach, so ein Feuerteufelhund wahrscheinlich. Okay. Da jetzt runter zu gehen, das wäre Suicide, weil da ist ja gleich dieser feurige Heinz da. Also, mal kurz hier rüber. Habe ich jetzt auch eine Leiter. Und dann werden wir, ups, werden wir mal hier die Leiter nehmen. Und runter gehen und erstmal gucken, was so ist. Hallo? Okay. Gibt es hier was? Mann, ist das hier ein Stollen. Ein Vorsprung nur. Gibt es hier irgendwas Verstecktes? Nee. Nehmen wir mal den Torch. Also. Ui! Aha. Nichts Besonderes. Okay. Weiter unten. Was? Hä? Es ist hier nichts. Es geht hier nur runter und sonst ist hier nichts. Boah. Mich gruselt's. Mich gruselt's echt. Ach ja. Okay. Ich versuch's noch einmal. Wenn ich dann hier an der Stelle wieder runter plumpsen sollte, dann muss ich dann im Off so weit versuchen, bis ich... Oder ich springe das letzte Stück. Nein, ich komme hier nicht mehr hoch. Das ist echt dull. Okay, ich versuche im Off hochzukommen. Okay, ein, zwei Versuche. Beim zweiten Versuch im Off hat es dann geklappt. Okay, dann gucken wir mal. Hier waren wir hier. So, jetzt müssen wir hier wieder rüber. Und wieder hoch. Nicht komme ich jetzt hier gescheit wieder hoch. So, und dann müssen wir... Ah, das ist ja echt... Laggy hier. Laggy Popeggy. Okay, ah, hier geht es wunderbar rüber. Okay. Wenn wir hier wieder rüber gehen. So. Ja, da muss ich doch da runter. Das ist doch schwul. Sorry. Das ist doch blöd. Da ist nicht zu holen. Da muss ich doch zu diesem Hund runter. Ich fass es nicht. Ja, und für alle, die sich fragen, wie ich das hier mit der Lampe mache oder mit der Fackel, auch das ist ein Patch. Better Torches nennt das sich. Und, oh, jetzt ist er weiter weg. Kann ich ja mal gleich hier die Waffe ziehen. Feuerteufel. Oh, oh. Kriegen wir den? Ja, das ist
könnte klappen. Mir tut mir ja nichts. Nicht zu holen. Ja, und nu? Hier geht's nicht weiter, oder was? Bin ich aber enttäuscht. Das war alles? Kann ich aber nicht annehmen, dass es alles sein soll. Aha. Dachte, ich bin hier irgendwie auf der Suche nach einem Artefakt. Ulkig, oder ich hab's im Inventar schon. Weil hier geht's auch nicht weiter, liebe Leute. Guck mal eben im Inventar. Nee, hab alles durch. Naja. Dass ich jetzt hier war. Moment. Hier was übersehen. Ich hab doch alles durch, oder? Es gibt irgendwie noch einen Teil, den ich übersehen habe. Also hier ist ja die Tür. So. Ansonsten. Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, ob hier nicht mehr ist, ob sich hier nicht mehr verbirgt. Denn ich werde jetzt rüberfetzen zu Burglager, genau, aber vorher umziehen, das ist ganz wichtig, sonst werde ich wieder verkloppt. Rüstungen. So. Und mal mit Nemrosch reden. Nemrosch, wo bist du? Da ist er. Hey. Ende. So what? Vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt mir dazu was und gebt mir einen Daumen. Danke. Ciao.